Willkommen zurück bei Rogue Legacy. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen guten Tag und wir schauen mal, dass wir jetzt hier auch eine gute Runde erwarten, weil ihr seht ja selber, das ging schon ganz schön in die Hose bisher. A risky walking tank. Wunderbar. Der ist auch wieder ein bisschen größer, das freut mich. 210 Münzen hatten wir letztes Mal noch gesammelt. Attack up. Der da oben geht noch nicht. Ja, dann machen wir mal unsere Attacke ein bisschen stärker. Upgrade, Stärke plus 2. 30 haben wir noch, die können wir dem Tod gerne geben. Aber wie viel machen wir jetzt? 20 Schaden. Okay, alles klar, wir schauen mal. Hallo, Herr Architekt. Guten Tag, Herr Tod. Ja, bitteschön. 30 Münzen. Und wir gucken einfach mal, dass wir uns jetzt diesmal nicht so blöde anstellen. Ich versuche es zumindest. Aber wir haben wieder einen großen Helden, was bedeutet, wir werden leichter getroffen. Aber wir lassen uns mal überraschen, was hier jetzt passiert. Okay. Okay, das haben wir ganz gut geschafft. Und ein bisschen Gold haben wir auch schon wieder auf dem Kerbholz. 60 insgesamt. Okay, das Bild ist cool. Da oben ist wieder so ein Auge, was auch durch Wände schießen kann, stelle ich gerade fest. Au! Voll erwischt im Sprung. Da hast du. So, wunderbar. Bisher hat man noch nicht so viele Möglichkeiten, irgendwo lang zu gehen. Aber hier wird sich das ändern. Auf jeden Fall ist da oben eine Truhe. Das ist schon mal schön. Ein bisschen aufpassen müssen wir jedoch. So, stirb. Gold, 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 Gold. Alles meins, meins, meins. So. Den haben wir auch erledigt. Jetzt müssen wir hier hinten den erstmal ausschalten. Okay, jetzt geht's an die beiden Augen da oben. So, mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo ein Zombie kommt oder so. Und das erste Auge ist down. Und das zweite auch, wunderbar. Ein bisschen Gold. 110, na immerhin. Ah, herrlich. So, ein Kronleuchter, dann nehmen wir den hier auch nochmal gerade mit. So, jetzt haben wir drei Möglichkeiten. Wir gucken jetzt erstmal. Hier gibt es, glaube ich, wieder einen Tagebucheintrag oder sowas. Oh, oder so einen großen Typen. Oder zwei davon. Oh, jetzt haben wir mies verloren. Hört ja auch wieder, Alter. Hört ja auch wieder auf, wollte ich gerade sagen. Amon. Ach, jetzt machen beide die Attacke. Ach so, dann geht's ja. Au. Die können beide anscheinend alle Attacken. Ah. Wichtig ist, das Gold mitzunehmen. Alles andere ist mir egal. Okay, das ist so ein Portaltyp. Aua. Okay, er hat uns erledigt, aber wir haben gut Gold mitgenommen, denke ich. Ich glaube, 200 hat der nochmal gedroppt. Da können wir ein bisschen was mit anfangen. Schön, einen großen erledigt. Herrlich. Oh, das wird noch lustig, das Spiel, glaube ich. So, wie viel Gold? Achso, wir müssen uns erstmal wieder einen aussuchen. Risky. Spellcaster, every kill gives you Mana. Ach, alles, wenn wir töten, kriegen wir Mana zurück. Und der Standardheld Coprolalia, das ist, glaube ich, Tourette, ne? Weil ich habe das ja, wie gesagt, auf Deutsch geschrieben. 470 Münzen, da können wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal das Barbaren-Upgrade holen oder holen wir uns ein bisschen Energie? Komm, wir holen uns das Barbaren-Upgrade. Convert your Barbarian into Barbarian Knight. Ja, Barbarienkönig, der kann schreien. Und als nächstes gibt es dann den Shinobi. Den hatte ich, glaube ich, auch schon freigeschaltet bei mir. Aber wir müssten hier unbedingt mal was in dem Shop kaufen. Wenn wir denn dann genug Geld haben. Machen wir vielleicht mal die nächste Runde. Obwohl, wenn wir über 260 oder was das war haben, würde ich gerne nochmal auf die Energie gehen. Sind wir eigentlich groß oder sind wir eher klein? Muss ich gerade mal gucken. Wir sind eher groß, ne? Oder ist das klein? Nee, das ist eher klein, ne? So, jedes Gold zählt. Ah ja, hier können wir jederzeit auf die Map gucken. Was bedeutet mit einer Legende? Ach, wenn ich... Egal was ich zerstöre, kriege ich Mana für. Ist ja auch nett. Okay, so einen ähnlichen Raum hatten wir, glaube ich, schon mal.
Oh, wir hauen aber ganz schön rein. Das freut mich. Wir sind ein bisschen im Vorteil dem gegenüber. Weil wir halt höher stehen. Okay, und wir versuchen alles mitzunehmen. Genauso den Trottel hier oben. Oh ja, wir machen schön Schaden mit dem hier. Und dann gucken wir mal beide Räumlichkeiten an. Hier ist nicht so wirklich was Gefährliches. Ah, das Bild da oben, okay. Das haben wir diesmal ein bisschen besser hinbekommen. Und haben schon wieder 140 Gold, immerhin. Ah ja, das hier. Ich weiß gar nicht, ob es da nur einen Fluch gibt. Ich habe bis jetzt immer nur Flüche bekommen. Wir können trotzdem mal zeigen. Will you pray for assistance? Ja, wir beten mal um Hilfe. Headhodge Curse. Das ist mehr so ein Sonic-Ding, ne? Aber ich kann das auch, glaube ich, Achso, Paladin. Wir haben ja ein Schild, habe ich ganz vergessen. Ich glaube, ich kann das aber auch nicht aktivieren irgendwie. Hier gibt es nochmal... Alter, eine Kiste? Einfach so, ohne was zu tun? Das ist ja cool. Oh, herrlich. 300 Münzen, das ist auf jeden Fall unser Gesundheitsupgrade. Okay, hier gibt es ein paar mehr von den Zauberern. Dafür gibt es da... Oh, der ist traurig. Was ist denn jetzt los? Hä? Hier liegt überall Gold. Warum? Ach, ich verliere das. Das ist mein Fluch. Verdammt. Immer wenn ich getroffen werde, verliere ich Gold. Okay. Ach klar, Sonic. Jetzt macht Sinn. Naja gut, hier haben wir noch eine Kiste. Ja, dann werden wir doch das ganze Gold aber nicht mitnehmen können, wenn wir sterben, oder? Na gut, wir verlieren immer nur eine gewisse Menge an Gold, ne? Schauen wir hier oben rein. Ah, das ist immer ein sehr cooler Raum. Und zwar, hier gibt's Gold. Und da oben ist der Endboss. Hier kriegen wir jetzt nicht mehr noch ein bisschen Leben und alles. Und Mana. Hier ist noch ein Leben drin, genau. Ja, wird nicht reichen. Ich habe den noch nie besiegt. Der ist halt auch echt schwierig. Gibt's hier eine Kiste? Nö. Dann können wir hier eigentlich abhauen. Du weißt, 10 Gold. Oh, 1040 und wir haben diesen blöden Sonic-Flug. Hier haben wir noch ein bisschen Essen gesammelt. Oh, hier ist noch ein Endboss. Den kenne ich noch nicht. Dann gucken wir uns lieber den hier an. Oh, guck mal, wie viel Gold wir haben und wir verlieren das alles. Ah, und hier haben wir einen Blueprint gefunden. Blood Cape. Für den Schmied. Dann ist hier wieder Mana und hier wieder Essen. Okay. Ja, wir sind jetzt hier im Wald gelandet. Schön, dass wir das gleich in der dritten Folge mitnehmen können. Ich nehme hier nochmal alles ein bisschen mit. Bevor wir jetzt diesen Endgegner hier machen, weil den kenne ich, wie gesagt, selber noch nicht. Okay, das ist ein bisschen zu kritisch, da durchzuspringen. Hier ist noch so ein Ding. Dann werden wir jetzt dem Endgegner entgegenblicken. Schade eigentlich um unsere Münzen, ganz ehrlich. Aber was soll's. Den kenne ich noch nicht, darum. Her damit. Zeig her, was du kannst. Oh. The Forgotten Alexander. Der vergessene Alex. Ja. Das ist zum Glück überhaupt gar nicht übertrieben. Ja. Unser ganzes Gold. Ich muss das wieder einsammeln. Das Problem ist, die Kleinen schießen halt auch in alle Richtungen. Oh, wir werden halt so viel Gold verlieren. Ja, seht ihr die Kleinen. Und ach, na gut, 650 haben wir, glaube ich, hoffentlich behalten. Ach, schade. Ja, dieser Sonic-Fluch, der war echt blöde, weil wir echt viel Kohle hatten. Magier, Paladin. Paladin mit der? Ist eigentlich egal, was. Wir nehmen mal den hier. Oh, 650 Münzen haben wir behalten. Wir werden uns hier jetzt nichts kaufen. Scheiß auf die Gesundheit. Wie viel Schaden machen wir? 27, das ist nicht schlecht. Und zwar, dieses Schwert macht 7 mehr Damage.
Okay, ich muss ein bisschen rumgucken. Hier unten gibt es, glaube ich, das Blue Cape, ne? Vampir bedeutet, wir kriegen ein bisschen mehr Leben zurück, wenn wir ihn töten, glaube ich. Aber Health geht für 30 runter, also wollen wir das nicht. Haben wir hier schon was, ja. Magie plus 5 ist nichts für uns, sage ich mal. Hier, plus 20 Health, plus, ja, den nehmen wir auf jeden Fall. Und dann tun wir nochmal was für den Angriff. 250 to unlock. Wunderbar. Haben wir auch ein neues Schwertchen. Und das Magieding können wir auch noch mitnehmen, bevor wir dem Tod das Geld geben. 200, jawohl. Haben wir noch ein bisschen mehr Magie. Und schon machen wir 34 Schaden. Okay, auf geht es. Wir haben ein neues Schwert. Wunderbar. Letzte Runde, würde ich sagen. Wer hat noch mal nicht ab ins Schloss des Grauens. Ja, danach werde ich auch eine kleine Aufnahmepause machen. Ich muss mal gucken, wie das Spiel so bei euch ankommt. Aber ich glaube, das Spiel kann man nur mögen, ne? Also das Einzige... Oh, 100 Gold hier direkt gefunden. Das Einzige, was man nicht mögen kann, ist vielleicht meine Art zu kommentieren. Wenn das der Fall ist, könnt ihr mir das aber auch gerne mitteilen. Denn Kritik kann ich auch einstecken. Ich kritisiere ja auch Spiele, ne? Die müssen das ja auch einstecken können. Wobei, bei dem hier habe ich nicht so viel zu kritisieren. Ich finde das echt nett gemacht. Kann man auf jeden Fall mal zocken. Aua. Blödes Auge. Oh, und das ist wieder eine schön goldreiche Runde. 180 haben wir schon. Och, das war so ein blödes Bild. Aua. Da ist das Bild. Oh, weg mit dir. Weg mit dir. Weg, weg, weg. Ich will Gold, 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 Gold. Da ist noch ein Kronleuchter. Ja, das ist, denke ich, unser Gesundheitsupgrade. Ich will natürlich noch hier unten gucken, was hier ist. Ach, du bist noch hier. Au. Okay, da hat er tatsächlich was zu lachen gehabt. Jetzt nicht mehr, allerdings. Oh, ein Goldsack, geil. Lohnt sich ja richtig. Läuft bei dir, Junge. Okay, hier mal rüber gucken. Ach, da waren wir schon nebenan. Also geht's wieder ab nach oben. Mit... Halt. Ach so. Dann geht's hier einmal hoch. Gucken, was das für ein Räumchen ist. Mit ein paar Stacheln. Aua. Okay. Schieß. Da geht's auch noch nach links und nach rechts. Wir müssen so ein bisschen abwiegen, wo wir lang gehen. Okay, hier gibt's wieder die Jungs. Läuft ganz gut auf jeden Fall. Und hier haben wir auch alles geräubert. Und hier gibt es etliche Wege. Hier gibt es eine Kiste. Okay, es hört sich aber laut an. Da unten hier ist noch wieder so ein Bild. Okay, das ist wieder so ein Rumpfliege-Dingsi. Gegen die können wir auch leider nichts machen. Den können wir nur ausweichen. Aber der einer ist ja hier völlig okay. Und ein Blueprint erhalten für Squired Cape. Irgendein neues Cape. Und ich werde definitiv diese Runde nicht beten, wenn wir so eine Statue treffen. Nicht, dass wir wieder so einen blöden Sonic-Blut bekommen. Oh, 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 oh. Der Raum ist ein bisschen spezieller. Gerade auch wegen dem Auge hier oben. Au. Eigentlich nicht gerechnet. Okay, das war nicht so clever von mir und wir sind auch gleich wieder hin. Ich habe ja auch noch mein Schild. Wir müssen das nur ein bisschen geschickter angehen jetzt hier. Weil die anderen Jungs da oben tun mir eigentlich schon nichts. Prima. Und die kann ich von hier unten erledigen, glaube ich. Jo. Oder auch nicht? Doch. Ah, cool. Haben wir das auch doch noch gelöst? Okay, das war knapp. Und weg sind sie. Und wir bekommen dafür als Belohnung eine Kiste. Die Bilder machen zum Glück nichts.
Oh, das hat sich gelohnt. 720 Münzen. Mein lieber Herr Gesangsverein. Hier drüben war ja alles clean. Dann gucken wir hier gleich mal. Nö. Der ist ganz schön stark, der Typ. Das lassen wir mal. Vielleicht können wir noch ein paar Münzen abgrasen irgendwo. Hier ist noch eine Kiste drin. Okay, das Ding trifft mich nicht. Und dann haben wir hier noch eine Kiste. Wunderbar. Hat sich gelohnt, dass wir den Dicken nicht angegriffen haben. Wir gehen gleich nochmal zu dem rüber. Hauen ihn nochmal auf den Kopf. Der gibt uns auch nochmal ein bisschen was. Hier drüben geht's weiter. Oh. Essen? Sehr schön. Oh, wir sind irgendwo anders gelandet. Der Maya. Oh, das Bild kann schießen plötzlich. Nein, ich wollte gerade noch springen, aber es hat nicht mehr gereicht. Ja, Sir Scorpion has been rage. Ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal leveln wir ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.